willkommen bei Commander Jensos Vlog Nummer. Ich tue mich schwer, meine Finger. Wo sind meine Finger? Hier sind meine Finger. Drei Finger sind oben. Ja, es gab heute schon wieder Kaffee satt. Und es ist aber auch monsterfrüh. Mittlerweile ist es Schlag 8 gerade. Schlag 8. Und ihr seht es an der mangelnden Beleuchtung in Deutschland. Es ist morgens dunkel. Schlag 8. Heute war der Freitag, jeden zweiten Freitag. Eigentlich jeden Freitag bringe ich die Kinder zur Schule. Und das ist immer Schlag 8 in der Schule. Und Schlag 8 in der Schule heißt Schlag 6 aufstehen. Ätzend! Ich stehe gerne früh auf, aber in Kombination mit um 12 ins Bett gehen oder später ist das Kacke. Ihr werdet es kennen. Was gab's Neues? Was gibt's Neues? Vielleicht bleiben wir mal erstmal beim Weltlichen und dann kommen wir zur WOT. Gibt eigentlich eine ganze Menge zu erzählen. Ich hatte zwar vorhin noch so das Gefühl, scheiße, du hast gar nichts zu erzählen, aber ein paar Sachen gibt's. Ich wollte eigentlich einen Vlog aus einem ganz anderen Auto machen und das muss ich mal gucken. Das schneide ich euch jetzt mal rein. Ich versuche da jetzt mal so eine Art Autovorstellung. Naja, ich versuche mal was. Vielleicht gelingt es. Ich habe es noch nicht getestet. Ich muss das Material erst bearbeiten. Aber jetzt kommt ein Versuch. Ihr seht's, das war mein Auto, was ich, oder andersrum, dieser wunderschöne Mini hat ja ein ewig klapperndes Schiebedach gehabt. Immer wenn ich irgendwo lang gefahren bin, hat es immer so, also so als ob irgendwo was gebrochen ist und noch so halb zusammen ist und immer so aneinander knuspert. Und dann bin ich irgendwann mal dahin gefahren und habe irgendwie einen Aufriss gemacht und gesagt, ey, das Ding hat doch noch Garantie. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Und dann sagt er, ja, wir wechseln das komplette Schiebedach. Ich so, Schiebedach. Ich mag es nicht, wenn mein Auto in der Werkstatt ist. Ich traue den Leuten nicht. Das ist ganz ehrlich. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich selber eine Werkstattausbildung habe, eine Kfz-Schrauberausbildung. Und ich weiß, wenn dort ein geiles Auto in die Werkstatt kam, und mit geil meine ich, wenn dort ein Auto in die Werkstatt kam, was mehr als 150 PS hatte, dann wurde dieses Auto zu irgendwelchen obskuren Probefahrten mitgenommen, nur einfach um irgendwie das Ding durch die Gegend zu ballern auf einer Probefahrt und einfach mal ein Auto als Lehrling oder als Geselle, ein Auto zu fahren, was man sonst sich nicht leisten kann. Also zu meinen Zeiten, ich habe bei VW gelernt, ich werde jetzt nicht sagen, wo, damit ich nicht in den Regress genommen werde. Auf jeden Fall waren damals so die Zeiten der RS-Fahrzeuge. Da gab es den RS4, das waren halt so Kombis mit 400 PS, sowas in der Richtung. Und die haben natürlich richtig Spaß gemacht. Und dann war das immer, wenn irgendwie ein Audi RS4 in der Werkstatt war und Ölwechsel oder irgendwas hatte oder Winterreifen drauf, dann haben wir danach eine Probefahrt gemacht. Und das war dann so in jeder Schicht hat jeder eine Probefahrt gemacht. Also diese Autos waren heiß begehrt. Naja, kurzum, ich weiß ganz genau, dass wenn mein Auto wegen Schiebedachklapperei in der Werkstatt ist, dass dann auf jeden Fall von den Leuten dort eine Probefahrt gemacht wird, weil ein John Cooper Works macht halt einfach Spaß. Und das Geile ist ja, du siehst es immer, du siehst ja an dem Bordcomputer, naja, ihr kennt das, ich schneide es mal kurz rein. So, nichts Abnormales, Bordcomputer. Du siehst auf jeden Fall immer die Kilometer, die gefahren sind. Na ja, klar, die siehst du sowieso. Und dann siehst du den Verbrauch. Und das ist echt immer so, ich fahre den so mit einem Verbrauch von 8,5 nach Bordcomputer.
Irgendwie sowas in der Richtung. Und wiederkommen, wenn er in der Werkstatt war, war bis jetzt dreimal, ist immer so 13,4. Ja, was passiert da wohl? Was passiert da wohl? Meint ihr, da stellt einer am Bordcomputer rum? Nein. Meint ihr, da fährt einer im Ökonomiemodus? Nein. Da wird Gas gegeben. Da wird Pedal to the Metal. Da, ja, das ist ja eigentlich nicht schlimm. Die Autos sind ja gebaut, auch mal schnell zu fahren. Aber die Leute machen das halt auch, wenn die Scheißautos kalt sind. Ja? Also, naja. Und kalte Motoren getreten. Ich sag euch, die verrecken relativ schnell. Und relativ schnell heißt, ein kalter Motor, relativ eklig behandelt mit viel Winter und immer gib ihm auf den Kopf, der ist nach 60.000 Kilometern, reißt er die Hufe hoch, manchmal. Egal, das, was ihr vorhin gesehen habt, war mein Werkstattersatzwagen. Und zwar sagten die so, ja, wir haben leider kein Mini. Also ich finde es ja ganz spannend, wenn ich mein Auto beim Mini in die Werkstatt gebe, finde ich es ja ganz spannend, wenn ich dann auch ein Mini wiederkriege. Ja, kann man mal so einen Mini Clubman, also den Kombi oder einen Mini Cabrio hatte ich schon. Finde ich ganz cool. So, diesmal nicht der Fall. Die so, ja, gehen Sie mal zu was ist denn das eigentlich, Sixt. Das ist da hinten in dem BMW-Haus mit drin, Sixt, und dann kriegen Sie ein Auto. Und dann die Frau so, ja, also wir haben leider nur noch hier diesen 640 Diesel Grand Coupé. Und ich so, yes! Ich würde mal sagen, so ein Auto, was sonst so Mr. Geissen als Alltagsauto fährt, also so mit richtig krass Power. Also ich meine, der Works hier, der ist schon krass, weil er so leicht ist. Der ist so leicht und mit dem entsprechenden Motor von 231 PS ist ein leichtes Auto halt so wie ein anderes Auto mit 450 PS, ne, von der Beschleunigung und so, weil es halt nichts wiegt. Aber dieses Grand Coupé, der 640 Diesel, hat ja ein unglaubliches Drehmoment. Naja, konnte ich also auf jeden Fall jetzt 4 Tage mit dem durch die Gegend fahren. Ich dachte schon so, vielleicht kann ich den ja behalten bis zum Freitag, bis heute. Dann hätte ich dort nämlich das Vlog mitmachen können. Aber Drive-Log mit BMW wurde nicht gewünscht, weil mein Auto vorher fertig war. Naja, Auto vorher fertig, die nächste Geschichte, ich hole es ab. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit persönlichem Eigentum. Ich persönlich gebe mein Auto ab, da ist es... Also wenn ich mein Auto abgebe, ist es sauber oder halt nicht sauber, aber da ist alles, es ist alles so, wie es ist. So, ich hole das Auto ab und schiebe das, sieht auch gut aus und es sind auch keine Kratzer im Auto und alles drum und dran. Und dann komme ich rein, erstmal der Sitz vollkommen nach vorne gestellt, da denke ich mir auch so, ey Leute, wollt ihr mir das Gefühl geben, dass mit meinem Auto Scheiße passiert ist oder wollt ihr mir das Gefühl geben, dass mit meinem Auto gar nichts passiert ist? Denn ich sag mal, das Optimum ist doch eigentlich, wenn ich etwas, wenn ich ein Kundenfahrzeug habe, so würde ich das zumindest machen, wenn ich ein Kundenfahrzeug habe, würde ich es versuchen, genau so wieder zurückzugeben, wie ich es bekommen habe. Also was ist hier? Überall sind weiße Fusseln im Innenraum, weil die haben natürlich auch drin das Schiebedach ausgebaut, klar, den Rahmen und den ganzen Scheiß. Und dann haben sie danach sauber gemacht. Ja, ist in Ordnung, muss man, aber die weißen Fusseln, die sieht man und die nerven doch. So, dann Handyhalter, hier Handyhalter. Handyhalter liegt auf dem Beifahrersitz. Ich denke mir so, ey Leute, der Handyhalter, der klebt da jetzt schon bei mir seit einem Jahr. Bei euch fällt der ab. Warum fällt der Handyhalter bei euch ab? Entweder diesmal nur 12 Kilometer Probefahrt, ja, nur 12 Kilometer. Benzinverbrauchsanzeige trotzdem auf 13,5 Liter. Sauber, läuft. Also wieder irgendwie schön Probefahrt gemacht. Naja gut, muss man ja auch, weil es klappern könnte. Ja, aber 12, egal. Aber Handyhalter, und wenn mir das Scheißding abfällt, ja, wenn mir das Scheißding abfällt, dann sehe ich doch zu, dass ich es dann, ist ja ein Saugnapf, den kann ich doch wieder anbringen. Hallo, BMW-Haus. Habt ihr irgendwie ein bisschen Plan, was die Leute aufregt, wenn sie, nee, habt ihr nicht, aber Kundenorientierung ist halt eben auch, glaube ich, echt die Kunst, die Kür. Egal, also auf jeden Fall,
Auto eigentlich im guten Zustand. Dann haben sie noch die Ledersitzauflagen hier irgendwie verändert, weil die zerkratzt waren. Die haben sie mir nicht. Ja, kann man nichts sagen. Dann schenken sie dir so 2x80 Euro Sitzauflagen. Und dann denkst du so, ja, ihr wollt mich nur besänftigen. Wegen der Probefahrt! Ja. Es wird wieder dunkel, ein Tunnel! Hilfe! Ja, kameratechnisch sind wir immer noch auf dem Stand, dass wir nicht sehen können, wenn wir durch Tunnel fahren. Vielleicht mache ich hier mal so eine Beleuchtung an. Audio habe ich auch noch nicht geregelt, wie ihr merkt. Das knackt und rattert noch. Egal. So, was gibt's? Das war jetzt die Auto-Episode. Naja, nochmal glimpflich abgelaufen, aber ich sag mal schon komisch. Komisch, weil ich würde es anders machen. Wenn ich ein Autohaus hätte, würde ich es anders machen. Gut, WOT. Was ist mit WOT? Was bewegt mich momentan WOT? Die Schweden kommen bald. Das finde ich lustig. Testserver ist angekündigt. Das wird spannend. Keine Ahnung. Diese TDs, die sind ja mal ultra... Warte mal, das werde ich auch... kriege ich das hin? Ja, das kriege ich hin. Ich schneide euch hier mal die Website von WOT rein, von Wargaming rein, und dann könnt ihr nämlich mal sehen, wie die Teile aussehen. Und die sind mal ultra flach wie ein Keil, wenn die jetzt noch Gun Depression so richtig können oder... also, kommt jetzt. Ist doch geil, oder? Also ich meine, das Ding hat Potenzial. Hat zwar bloß eine Panzerung von 20 wohl, aber das ist natürlich krass. Also, das ist krass. Ja, also die Schweden kommen, das wird lustig. Testserver kommt auch demnächst. Den werde ich auf jeden Fall machen. Da werde ich auf jeden Fall euch auch ein Video machen, weil der Testserver, das interessiert mich. Da sind geile Sachen bei. Ansonsten ist momentan Baumspitze und Baumspitze mit der Badget. Und das hat mich dazu gebracht, mir mal wieder die Badget zu Gemüte zu führen. Und das, also ich sag mal, ich würde nicht sagen, dass ich die Badget beherrsche, ja? Also nicht wie ein Profi. Ich habe dort auf der Badget, genau wie auf meinen anderen Mates, nur einen Durchschnittsschaden von 2100 irgendwie so rum. Und das ist, ganz ehrlich, das ist für eine Badget nicht genug. Aber ich krieg's momentan nicht hin, da arbeite ich dran. Ich krieg's momentan nicht hin, das Ding noch weiter zu pushen. Ärgert mich sehr, aber ist auch eine Herausforderung. Ist irgendwie auch, sonst wäre WOT, glaube ich, relativ langweilig, wenn man nicht irgendwie auch ab und zu so eine geile Herausforderung hätte. Jo, also Baumspitze, warum? Baumspitze, warum fahre ich die momentan so aktiv? Nicht nur, weil Baumspitze ist, sondern weil parallel zu Baumspitze diese Aktion ist, mach mit der Badget 50 Siege und 50 Mal unter den besten 10. Dann kriegst du so ein Sortiment von Paketen. Und das sind wieder diese Pakete für 2 Stunden lang mehr Besatzungserfahrung. Und ganz ehrlich, das finde ich persönlich momentan richtig geil, dass, dass man bei WOT diese Pakete kriegen kann, weil das sind die, also wenn du eine schlechte Mannschaft hast, kannst du mit diesen Paketen auf jeden Fall, wenn du da mal so 30 Runden am Abend durchziehst, kannst du deine Mannschaft schon durch so ein Skill durchprügeln oder halt eben irgendwo fertig machen oder, also es ist schon ganz geil, gefällt mir und will ich haben. Und insofern, da bin ich jetzt bei 30, 28, irgendwie sowas, 28 von 50 Siegen habe ich, also das schaffe ich bis zum 1. Januar. Und macht doch Spaß mit dem Epic zusammen und mit dem Bio zusammen, also könnte ich noch was, hoffentlich übernehme ich mich jetzt nicht mit dem lauter Sachen reinschneiden, ich mache es aber trotzdem. Ich schneide jetzt mal was rein, eine geile Rommelaktion, die wir gemacht haben, ich hoffe, ich finde das noch, müsste ich aber eigentlich, nee, ich schneide das nicht rein. Ich mach mal ein eigenes Video dazu, was eigentlich der gigantische Vorteil einer Badget ist, wenn du sie im Platoon fährst. Ja? Denn ich sag mal, Badget alleine ist schon krass, dann kriegst du einen 10er Tank, kriegst du durchaus rausgeklippt, wenn alle von den 5 Schüsse a knappe 400, also 390. Da kannst du schon ordentlich Schmerzen bereiten. Aber im Platoon ist es halt noch krasser. Und wir waren da jetzt schon ein paar Mal mit 3 Magazinpanzern unterwegs. Das ist böse. Also am Wochenende kommt mehr von bösen Tanks, die bösen Magazinpanzer-Aktionen. Habe auch was ganz Schönes mit dem Ace gefahren.
ich würde mal sagen, das war's. Ich bin nämlich hier auch angekommen und muss jetzt in die Tiefgarage fahren und tief